Meine Future Cam. Meine Future Cam. Hier. Richtig. Herr BD, ich habe Ihnen Ihre Kamera wieder beschafft. Fragen Sie nicht wie oder woher. Hauptsache ist, Sie haben sie wieder. Tourist Histories. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Und heute wird es mal keine Roleplay-Folge werden, denn ich werde heute mein Haus ein bisschen einrichten, euch zeigen, was in der letzten Zeit alles so passiert ist. Und sollte die Audio jetzt vielleicht nicht so gut... Moment. Gut, auf jeden Fall werde ich euch heute alles zeigen, was es so gibt und was ich alles so gemacht habe. Das heißt, es wird heute mal keine Roleplay-Folge, es wird somit auch nichts an der Story ändern. So, was haben wir denn hier? Genau, hier haben wir jetzt eine Truhe. Das sieht alles ein bisschen chaotisch jetzt aus. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Aber zuerst gucken wir mal in den Briefkasten, ob wir hier irgendwas Neues haben. Nee, glaube ich nicht. Okay. Ah, ja stimmt, die kann man ja nicht öffnen. Hier steht Dachboden. Okay, gehen wir hier mal hoch. Hier ist mein Dachboden, okay. Baue ich hier einfach mal ab. Hier habe ich nämlich auch gar keinen Weg. Vielleicht baue ich da demnächst mal so einen Geheimgang. Hier oben ist anscheinend irgendwas. Wahrscheinlich die Mafia oder so. Aber... Ein Buch? Meine Future Cam. Meine Future Cam. Hier. Richtig. Herr BD, ich habe Ihnen Ihre Kamera wieder beschafft. Fragen Sie nicht wie oder woher. Hauptsache ist, Sie haben sie wieder. Tourist Histories. Danke, Tourist. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, mega cool. Wir haben jetzt wieder unser Future Cam. Setzen wir gleich mal auf, um zu gucken, ob das auch wieder die echte ist. Ja, ist auf jeden Fall das neueste Modell, das mir Herr Bergmann gegeben hat. Super duper. Nehmen wir das gleich mit. Und ja, cool. Ich habe ja auch einen Dachboden. Wusste ich gar nicht. Danke. So, machen wir hier oben gleich auch wieder zu. So, einmal. Zack. Und der andere Schissel, der Mittel. Gehört natürlich auch abgebaut. Zack. Ja, finde ich erstmal mega cool, dass wir jetzt die Future Cam wieder haben und somit jetzt auch wieder Aufzeichnungen machen können. Ich weiß nicht, ob Osaf da so begeistert ist, dass wir die jetzt wieder haben, aber ich packe das jetzt mal hier rein. Die Kiste muss ich noch sichern, weil die ist neu. So, und die Future Cam packe ich hier auch mal rein. Gut, ich zeige euch jetzt mal alles, was ich so gemacht habe. Und zwar, in der Folge werden wir jetzt auch ein bisschen Einrichtung machen. Gut, hier habe ich mal so ein paar Bilder aufgehangen, weil ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen gemütlicher. Hier oben hängen zwei Rahmen, ich weiß auch nicht wieso, da kommt auch noch ein Bild hin. So, und ja, hier ist eigentlich alles jetzt schön ordentlich. Also wenn man es von hier so guckt, sieht das schon relativ schön aus. Finde ich zumindest. Gut, hier habe ich dann noch so einen kleinen Setzling drin bei der Werkbank. Hier habe ich meinen Alchemiestand, finde ich echt cool. Und hier sind Schilder, das ist dafür da, dass die hinteren Blöcke nicht mehr abgebaut werden können von der Mafia, weil ich gesehen habe, dass die immer hier reinkommen. Und ja, somit ist mein Haus ein bisschen safer, weil Glas dürfen sie ja nicht abbauen, weil ich denke nicht, dass sie so gerne Glas abbauen, weil sie es dann ja ersetzen müssen. Und ja, also ich habe hier alle Kisten schön sortiert, hier das ganze... grünliche Zeug, dann die ganzen Tränke mit Glasflaschen und so weiter. Genau, da hat mir dann auch jemand in den Kommentaren geschrieben, ich wäre der Spielemeister, weil ich hier zwei Tränke der Unsichtbarkeit habe und die in dieser Truhe waren und nicht in dieser. Das ist, weil die Front hier war davor noch nicht da. Ich hatte die alle da unten, dann dachte ich mir so, nee, lass lieber doch noch eine Front machen. Ist, glaube ich, ganz gut. Und deswegen habe ich die. Und wie ihr wisst, wir von der Zeitung müssen auch irgendwie ermitteln. Und ja, deswegen haben wir auch die Unsichtbarkeitstränke, weil für den einen oder anderen Fall ist es bestimmt gut. Und ja, hier habe ich halt alles wie Meta, hier habe ich alle meine Ores und so weiter. Einiges an Lapis Lazuli. Und ja, hier habe ich mein Versauerungsstübchen. Genau, und jetzt zeige ich euch die Erneuerung quasi, die neu entstanden ist über die Nacht. Und zwar hier. Die Schiene hier führt bis zu Herr Bergmann. Das heißt, Herr Bergmann hat eine kleine Falltür in seinem Haus, die er öffnen kann. Und dadurch kann er dann...
auf die Kiste zugreifen, womit die Lore dann kommt. Die steht jetzt aber bei Herr Bergmann, das heißt, die muss er mir erst wieder zurücksenden. Dann habe ich die hier, dann kann ich, sagen wir mal, ich möchte ihm jetzt, was weiß ich, den Dachboden senden, dann lege ich das hier rein. Ich mache das jetzt einfach mal kurz, zack, lege ich das hier rein, dann fällt, ist das hier drin. Und dann, und wenn die Lore dann da ist, fällt das alles rein. Wenn ich dann sage, okay, ich möchte jetzt, dass die Lore weggeschickt wird zu Herr Bergmann, dann drücke ich hier den Knopf. Zack, dann leuchtet das hier. Und schon wird das Ganze zu Herr Bergmann befrachtet. Und das ist bei ihm auch alles gesichert. Das heißt, dass er fährt wirklich nur er. Somit muss ich nicht immer zu ihm gehen. Und dann ist das Ganze auch nicht so auffällig, wenn wir da irgendwas bereden oder so. Gut, was wollte ich euch denn noch zeigen? Ich habe eigentlich nichts, nicht viel mehr gemacht. Dann hat mir noch jemand in die Kommentare geschrieben. So, er hat mir geschrieben, mach doch hier drüben und so weiter alles voll mit, also verzier das, damit man die Öfen nicht so sieht. Als Decke finde ich das eigentlich ganz cool und auch hier hinten habe ich die extra so gelassen, weil ich die eigentlich ganz schön fand und hier unten auch, aber der Boden gefällt mir, was das betrifft, überhaupt nicht, deswegen habe mich das Kommentar einfach mal dazu angestiftet, hier jetzt mal einfach ein paar Wolleböden zu machen. Und beziehungsweise ein paar Teppiche. Und das machen wir jetzt auch gleich mal so. Zack. Nee, wie ging das? Das ging so. Ich mach's mal. Ach, mal ein bisschen mehr. 21. Gucken wir mal, wie das aussieht. Weil dann könnten wir uns hier wenigstens so einen schönen Wollboden machen. Ich hoffe, man kann es auf dem Ofen platzieren. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt gar nicht auswendig. Und deswegen ist es jetzt so ein bisschen kritisch. So, zack. Perfekt, schauen wir einfach mal. Oh, perfekt, kann man hier also platzieren. Und dann sieht das Ganze hier auch gleich ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, wohnlicher aus. Sieht auf jeden Fall schon ein bisschen schöner aus, wenn man hier einfach so ein bisschen Wolle sieht. Also ich finde es eigentlich ganz schön, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Aua, es ist viel zu wenig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Vor allem, weil, ja, keine Ahnung, weil ich diesen Wolle-Stil mag. Vor allem dann, wenn es im Büro ist. Ich kann natürlich nicht alles aus Wolle machen. Einfach aus dem Grund, da, wie man schon sieht, zeige ich euch gleich nochmal. Bei der Tür zum Beispiel oder bei den Sitzbänken kann ich es einfach nicht platzieren, weil ich hier eben keine... Ja, normalerweise hätte man in Minecraft Platz, ne? Aber weil da eben was drüber ist, kann ich es nicht platzieren. Und das ist halt ein bisschen kacke. Das heißt, hier unten kann ich es auch nicht platzieren. Das heißt, ich kann es wirklich nur da platzieren, wo wirklich freie Fläche ist. Also das heißt nur hier. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, wenn da jetzt so ein bisschen was nicht platziert ist. Ich weiß auch nicht. Ich baue den hier mal ab. Mach das mal so. Und Ofen entsichert. Man kann es dann aber nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, muss ich echt sagen. Das ist echt ein bisschen schade, dass da, also dass das nicht geht. Ich denke mal, Leute, dass ich bei denen, wo das nicht funktioniert, die Öfen nochmal eins drunter setze und das dann schöner mache. Aber das mache ich dann offscreen, das mache ich jetzt nicht in der Aufnahme. Aber so weiß wird dann ungefähr der Boden werden. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ich die Einrichtung so gestalten möchte. Und zwar, so, gehen wir hier mal hoch. Und zwar, ich möchte hier irgendwie einen Tisch reinbringen. So einen kleinen Schreibtisch. Vielleicht wäre es hier ganz cool. Deswegen mache ich mir jetzt einfach mal aus diesem schönen Wood hier so ein paar Treppen. So wie ich es auch unten im Büro habe. Und mache einfach mal so und so. Nee, da kann man ja hier nicht mehr vorbei. Das ist natürlich jetzt doof. Wie sieht es aus, wenn das so wäre? So ein kleiner Tisch. Sieht eigentlich ganz sweet aus, würde ich sagen, oder? Also, oder hier einfach so mitten am Weg? Ich weiß ja auch nicht. Ich sag mal hier. Sieht auch ein bisschen komisch aus, oder Leute? Wenn einfach so hier mitten am Weg so ein kleiner Tisch steht. Also es sieht eigentlich schon ganz sweet aus, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht so ganz, Leute. Wie machen wir das? Also ich glaube, den hier lasse ich erstmal stehen. Dann kann ich aber gleich hier, müsste es genau, dann müsste hier gebraten sein. Dann packe ich hier oben, oh ne, das wollte ich gar nicht, ich wollte auf den hier, perfekt.
Dann könnte ich hier nämlich eine kleine süße Pflanze noch hinstellen und einen schönen Sessel machen. Natürlich aus Holz, nicht aus Stein. Ich meine, wer möchte dann im Endeffekt die Steißbeinprobleme haben? Ich auf jeden Fall nicht. Und jetzt setzen wir das hier hin, so. Blub. Und ich denke, das sieht schon ganz sweet aus. Schilder haben wir auch noch. Aber genau, ganz viele machen das ja mit diesen Druckplatten. Das versuche ich jetzt auch einfach mal. Ne, nicht diese Druckplatten, sondern diesen Falltüren. Die machen das dann so. So. Moment. Nee. So. Moment. Muss ich den hier wegbauen und das so machen? Nee, das möchte ich nicht. So. Perfekt. Aber jetzt kann man hier diesen Zaun nicht mehr platzieren, glaube ich. Dann würde ich sagen, nehmen wir den ganzen Stuhl und rücken damit eins hier hin. Kann man das Ganze nämlich hier machen. Ich weiß auch nicht, oder sollen wir einfach gar keine Lehnen machen? Leute, ich bin so unschlüssig. Was machen wir denn da? Sieht ja eigentlich ganz sweet aus, wenn ich hier so einen kleinen Dings habe. Und so sitzen kann, so ein bisschen beim Fenster rausschauen kann, sehe ich immer mein Pferd und so weiter. Finde ich eigentlich hier echt ganz schön, muss ich echt sagen. Also ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr dieses Plätzchen hier so findet. Also ich finde es eigentlich ganz schön. Und beim Feld müssen wir auch noch gucken, wie wir das so machen. Aber Leute, ich würde einfach mal sagen, das war's von dieser Folge Minecraft Leben. Wir haben jetzt ein bisschen Inneneinrichtung gemacht. Ich habe euch ein bisschen gezeigt, was ich so mache. Ich weiß, ich bin schon wieder ganz spät dran, deswegen muss ich jetzt flott, flott die Folge schneiden und hochladen. Und ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde mich ein Däumchen nach oben wirklich sehr freuen. Und macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.